Okay, meine Freunde, es geht weiter. Okay. Was ist los, Goofy? What's your problem, man? Wegen dem Schloss, das ich vorhin erwähnt habe. Ich habe mir das nicht ausgedacht, ehrlich. Das glauben wir doch. Es war das Schloss, in dem Sora mit seinem Schlüsselschwert Kairis Herz befreite. Dann verschwand er für eine Weile, wisst ihr noch? Ich werde nie vergessen, wie besorgt ich war. Hat man gesehen. Stimmt ja, als ich in einen Herzlosen verwandelt wurde. Richtig. Warte. Das ist in einem Schloss passiert? Hast du das vergessen? Also ich erinnere mich genau. Und, wie hieß das Schloss denn? Moment, es hieß... Fail, Donald. Wieder mal Fail. Hey, Jiminy, du hast doch alles in deine Reisekunde geschrieben, stimmt's? Richtig. Von A bis Z. Ich habe den ersten Band beendet, bevor wir dieses Schloss hier erreicht haben. Mal sehen, ob ich das alte Buch noch finde. Hier ist es. Wollen wir doch mal sehen. Und mein Magen knurrt. Okay, kleines Buchchen hier. Das gibt doch gar nicht. Alle Einträge sind weg. Jede Seite ist leer. Was? Wie konnte das passieren? Ich habe meine Reisekunde doch sorgsam gehütet. Jetzt ist die ganze Arbeit weg. Bitter. Einfach mal bitter. Was für ein Schloss ist das hier? Und was sagt ihr? Wir helfen Jimmy, seine Reisekunde neu zu schreiben, sobald wir aus dem Schloss sind. Das dauert noch. Ich glaube nicht, dass Jimmy seine eigene Reisekunde löschen würde. Das wird noch lange dauern, bis ihr rauskommt. Oh. Blondschopf. Schön weiterzeichnen, schön weiterzeichnen. Hier ist etwas faul. Wie konnte alles, was Jiminy geschrieben hat, auf diese Weise verschwinden? Vielleicht betrifft das auch noch mehr als bloß die Dinge, die wir aufschreiben. Laut Goofy waren wir schon mal in einem Schloss, anderen Schloss. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Niemand von uns. Vielleicht erinnern wir uns nicht, weil diese Erinnerungen weg sind. Weg? Lächerlich. Wartet, wisst ihr noch, was der Kapuzenmann gesagt hat? Hier bedeutet finden, verlieren und verlieren, finden. Er meinte damit Erinnerungen. Richtig. Jetzt habt ihr es auch gecheckt. Wenn wir weitergehen, verlieren wir unsere Erinnerungen. Daher auch der Name des Schlosses in Fals. Das heißt, je höher wir gehen, desto mehr vergessen wir. Oh. Und wenn wir alles vergessen und uns nie wieder erinnern? Dann würde ich ja auch Riku und Kairi vergessen. Wartet. Okay, weiter geht's. Sollen wir lieber umkehren? Keine Angst. Jetzt kommt Goofy. Wir vergessen vielleicht, wo wir waren und was wir gesehen haben. Aber unsere Freunde nie. Wieso bist du dir da so sicher? Er ist Goofy. Sora, als du dich in deinen Herzlosen verwandelt hast, hast du uns da vergessen? Natürlich nicht. Ich werde euch nie vergessen. Na los, meine Worte. Egal was passiert, seine Freunde vergisst man nie. Dun, 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 dun. Ja, du hast recht. Danke, Goofy. Dann müssen wir also gar keine Angst haben. Na dann mal los. Hey Donald, als ich damals ein Herzloser war, wer hat mich da verkloppt? Ja, da, diese Stelle. So etwas solltest du lieber vergessen. Oh, 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 oh. Goofys Lache ist am besten. Er greift ins Nichts. Wir würden unsere Freunde nie vergessen. Wirklich? Solange du noch an Vergessenwertes erinnerst, ist alles in Ordnung. Okay. Neue Welt. Warte, Kingdom Hearts. Welche Welt habe ich erst besucht? Erst war das Herkules-Welt, dann Alice. Im Wunderland. Die Welt mochte ich noch nie, die ist so crazy. Hey, da kommt wer. Okay, Hase. Mit pinken Augen. Zu spät, ich komme viel zu spät. Die Königin wird böse sein. Ich komme zu spät zum Prozess. Als nächstes wird mein Kopf rollen. Hase, chill mal. Nimm nicht so viele Drogen. Was meinst du damit, dass dein Kopf rollen wird? Bei meinem Pelz und meinen Schnurrhaaren. Ich komme viel zu spät.
sein Kopf verdrungen, für so einen friedlichen, wirkenden Ort, klingt alles ganz schön gefährlich. Ja, Alice im Wunderland. Ach, Schlüssel des Anbeginns. Ich hoffe mal, diese Welt ist viel... Also je... Ach, wie soll ich das erklären? Immer wenn ihr eine neue Welt betreten, vergrößert sich die Weltkarte. Bei Hercules habt ihr ja sowas gesehen. Zum Beispiel ist das hier jetzt so kurz. Ich glaube, da geht's weiter. Hier muss irgendein Raum sein, wo das Spezialraum ist. Okay, dann ist der Raum eigentlich normalerweise kleiner. Und jetzt kommen Herzlose. Okay, die normalen Herzlosen, Moment. Ach, nicht die Adu-Wampe. Ach, nicht, die hasse die Adu-Wampe. Ich hasse die so abgrundtief. Ja, deine fette Wampe. Ja, fahr zur Hölle, Mann. Komm noch an. Nein, es kommen nur die roten Zipfel. Die roten Zipfel haben wir auch schon kennengelernt, glaube ich. Und Bams. Die Adu-Wampe ist weg. Ich hab deine Idee. Achso, ich hab ja nichts mehr. Okay, aufladen. Kommt ihr mal runter? Kommt. So ist es fein. So ist es fein. Starke Initiative. Neue Kombination, okay. Perforieren. Okay. Drücke den A-Knopf um bis zu 6 zusätzliche Angriffe. Ey, den kann ich machen. 3 unterschiedliche Typs. Ach, ich brauche noch ein Schlüsselschwert dafür. Okay, neue Gegner. Auf die habe ich eigentlich gewartet. Ach, nicht ihr. Hier. Das wird lange dauern. So. Und so. Vielleicht werde ich auch hier mal ein bisschen Level bis 30 und dann sehen wir mal. Trifft mal da. Und jetzt Eis. Warte, es gibt keine anderen Gegner mehr. Doch noch eine andere Sorte von Gegnern. Ach, hier ist die Gruppe. Hier ist die verdammte Gruppe von Gegnern, die ich meinte. Okay, dann haben wir eigentlich alle Gegnersorten, die hier gibt, gesehen. Ja, Leute, ich zeige euch nur die Kämpfe, wo neue Monster sind. Und momentan habe ich jetzt alle Monster gezeigt, die hier existieren. Okay, seht mal euch Goofy Trombe an. Wenn man 3 Goofys hat. Okay, hier kriegt man viele gute Erfahrungspunkte. Okay, fertig. Okay. Oh, Königsanhänger. Gib doch die anderen Schlüsselschwerter, verdammt. Okay. Erstmal machen wir uns aus dem hier einen Schatzraum. Weil ich brauche auch den Schatz von jedem Zimmer. Und keine Sorge, in Travelstown war ich und ich habe da keinen Schatz gefunden. Stopp ist der Schatz von diesem hier. Okay, einen Stoppzauber haben wir dann. Gut. Okay, jetzt sehen wir uns mal gleich das an. Daraus machen wir jetzt ein Mogri-Zimmer. Man kriegt ja jedes Mal ein neues Set von Mogris, also von Karten. Ja. Hier hast du ein Kartenset. Dankeschön. Ja, da ist das Schlüsselschwert, was ich suchen wollte. Hier ist es. Vielleicht kriege ich ja ein paar neue Karten davon. Eins. Gut. Die ist gut. Okay, jetzt kann ich gleich die Combo zeigen. Karten weg. Davon. Ja. Karten zu. So. Was für einen Wert brauche ich dafür wieder? Was stand da? Wieso gehe ich immer an die Reisechronik? Status. Perforieren. 20 brauche ich. Wie viel habe ich damit? Okay, dann brauche ich 2 unterschiedliche. 7. Ach, verdammt, ich kriege das Perforieren jetzt nicht.
weil ich nicht auf den Wert 7 komme. Scheiße. Naja, egal. Wenigstens ein neues Schlüsselschwert. Warte, Brutale könnte ich aber zeigen. Aber erstmal machen wir daraus ein Speicherzimmer. Ich werde auch bei jedem Dungeon jetzt ein Speicherzimmer machen. Speichern. Dankeschön. Okay, hier brauche ich eine grüne Karte. Okay, dann haben wir das auch geregelt. Muss ich da weiter? Ich glaube, ich zeige dann gleich mal Brutalo. Stunde des Kämpfers, zeige ich mal. Die Karte ist gut. Wenn man weiß, wie man die einsetzt. Also seht euch mal die Werte meiner Karten an. Alle auf 9. Warte, eins davon. Eins davon und eins davon. Perforieren! Das war Perforieren. Das war die Attacke. Okay, dann haben wir das auch gezeigt. Warte, wie ging Tontaube? Achso, okay, kann ich eigentlich auch machen. Drei Angriffskarten. Brutalo. Achso. Okay, geht klar. Davon eins. Davon eins und davon eins. Ach, ich komme nicht auf den Wert davon. Okay, geht klar dann. So, so. Kommt mal runter. Okay, ihr seid alle tot. Oh, komm. Ihr seid solche Witzfiguren, wisst ihr das eigentlich? Und so. Ach, wieso kommen noch mehr von denen, hallo? Hier, komm. Jetzt macht die Ente und der Hund was. Goofy, komm. Ey, du hättest auch mehrmals angreifen können, oder Goofy? Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich zeige auch nicht so viele Kämpfe. Okay, dann haben wir das gleich auch geschafft. Perforin habe ich gezeigt. Das wollte ich ja wenigstens zeigen, wie das funktioniert. Okay, friedlichen Schatz haben wir. Okay, jetzt werden wir rausgeschnitten. Schöne Karte. Fähigkeit. Okay, noch eine. Okay, war das jetzt? Oh. Ah, jetzt war es das. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Oh, schöne Punkte, schöne Punkte. Den roten Punkt, da kriege ich auch noch. Wie viel habe ich jetzt? Okay. Ach, das kann ich jetzt eigentlich vergessen, weil ich habe sowieso, ich kriege sowieso die Premium-Karte erst viel später bei einem anderen Raum. Okay. Und nächstes Zimmer. Was soll ich machen? Was kann ich da machen? Starke Initiative dann. Diese Schwerter sind dann viel stärker. Haben mehr Angriff, also ziehen dann mehr ab oder so, glaube ich. Die Eisklinge ist eine sehr, sehr mächtige Fähigkeit, finde ich. Mhm. Der letzte. Der letzte. Okay. Okay, die kleinen Kammer. Ach, Mann, ich hasse das, wenn die jetzt irgendwie. Ja, die denken irgendwie. Klopfen? Klopfen? Nee. Klopfen brauche ich ja nicht. Ich bin ja zu Hause. Klopfen brauche ich ja nicht. Privatsphäre gibt's hier nicht. Man kann ja jedes Arschloch beobachten hier. Das Schlimmste wäre noch, wenn ich in der Toilette wäre und die kommen einfach so rein und fragen mich irgendwas. Boah, dann wären sie so gelitten. Hätten sie so gelitten. Hätten sie meine Kacke so gerochen. Selbst schuld dann. Achso, okay. 23 bin ich ja.
Ich habe meine Dinger da erhöht. Dösen da einfach mal. Ich habe keinen Bock jetzt irgendwie noch sehr viel zu kämpfen. Oh, die schlafen alle. Ach, ihr habt mich gehört. Die starke Initiative ist ein Zauber, in dem man eine Karte, wenn man den Erstschlag bei einem Gegner schafft, zieht das die Hälfte seiner LP weg und dann hat man Angriffsvorteil. Ach, der hier. Noch ein Königsraum? Ah, das ist der Anfang. So und so. Habe ich alle Räume dann besucht? Ja, habe ich dann. Gut, gut, gut. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay, es geht weiter. Ich habe kurz was nachgesehen und Schlüssel des Anbeginns. Sehen wir mal, was in dieser Welt mal los ist. Okay, jemand ist bei der Anklage. Das scheint eine kleine Versammlung zu sein. Was ist denn da Anlass? Gute Frage, Gubi, gute Frage. Okay, das muss der Prozess sein, von dem das weiße Kaninchen gesprochen hat. Und das muss die fette Königin sein. Alice, ist dir klar, was hier vorgeworfen wird? Natürlich nicht, ich habe nichts Unrechtes getan. Spiel hier nicht die Unschuldige. Boah, die ist so fett. Dir wird vorgeworfen, den Herzlosen geholfen zu haben, die dieses Königreich bedroht. Papalapap, wo sind die Beweise? Die Beweise? Die habe ich vergessen. Das ist der Beweis. Denn du, Alice, hast mir meine Erinnerung geraubt. Ja, ist klar. Ihre Majestät muss sich erinnern, damit wir das Königreich von den Herzlosen befreien können. Das ist ein schweres Verbrechen. Ey, das Kaninchen sieht echt gruselig aus mit den rosa Augen. Das ist so ungerecht. Königin hin oder her, ich kann doch nichts dafür, dass ihr euch nicht erinnern könnt. So eine Frechheit. Du sprichst hier mit der Herzkönigin. Ja, die Fettkönigin. Ich hätte dich laufen lassen, wenn du dich gleich entschuldigt hättest. Du dreistes Diebe. Ah, du dreiste Diebe hier. Wer ist hier dreist? Jetzt kommt Zora von der Ecke. Zora? Das Gericht hat ein Urteil gefällt. Das Urteil lautet auf Todesstrafe. Moment. Ich habe da auch was zu sagen. Dieser Prozess ist eine Farce. Ihr solltet erst nachforschen, bevor ihr Unschuldige verhaftet werden. Wie meinst du das? Heißt das, dass Alice mein Gedächtnis nicht gestohlen hat? Dann weißt du also, wer in Wirklichkeit der Täter ist? Sprich, sonst wird das Urteil vollstreckt. Raus damit, wer ist der Dieb? Sprachfehler hier, Sprachfehler. Ich bin der Dieb. Wie meine? Was, wirklich? Natürlich nicht, aber was hätte ich sonst sagen sollen? Karten, schnappt sie euch! Wieso? Er hat doch gesagt, er war das doch allein, warum die anderen auch noch dazu? Ey, solche Hunde. Ich hab da eine Idee. Eisklinge. Sehen wir mal, wie effektiv das ist. Sehr effektiv, sieht man ja. Och, Goofy, jetzt komm du auch mal. Bisschen Action hier machen. Okay. Ich muss heute ein bisschen mehr aufnehmen, weil ich heute zu einer Geburtstagsfeier gehe, die mir wichtig ist. Von einer guten Freundin, die muss ich jetzt auch heute dabei sein. Oh, verdammt. So. Goofy, los. Jetzt geheilt und was kommt noch? Okay, das ist die letzte Karte dann. Es war die letzte Karte. Und Kartensoldat erhalten. Und werden wir noch auf die Fresse bekommen? Hier warte ich. Puh. Hey, wo ist Alice? Offenbar ist sie entkommen. Mag sein, aber ihr nicht. Wie ist die fette Königin von da hoch runtergekommen? Ich glaube, wir wurden übertrumpft. Flachwitz, Donald Flachwitz. Lauft! Ey, die sind so stumpf. Die laufen weg, die posen ein bisschen. Oh, seht euch meine Lanze an. Seht euch meine Lanze an. Die ist so spektakulär. Das ist solche Pose. Warte, hier war der Boss. Nein, hier war der Premium-Raum.
War hier das? Ja, hier war das. Ach, das geht jetzt schnell. Ich glaube, ich schaffe jede Welt in einem Part, wenn es so weitergeht. Ging ja alles ziemlich drunter und drüber, aber Hauptsache, du bist unversehrt. Richtig. Ich möchte ja nicht undankbar klingen, aber stimmt das, was du gesagt hast? Bist du der Dieb? Nee, was? Natürlich nicht. Warum sollte ich das Gedächtnis der Königin stehlen? So einer fetten Königin auch noch. Genau. Zora hat das nur gesagt, weil er prallen wollte. Der Poser. Der Poser. Stimmt das? Und wenn schon, du hast mich gerettet. Danke, Zora. Krall dir die Blondine. Schaut mal, das ist die Tigerkatze. Na, geht's euch schon besser nach dieser Wahnsinnsjagd? Noch seid ihr nicht über den Berg. Die Königin ist eine Pedantin, was Gerechtigkeit betrifft. Sie wird euch das ewig nachtragen. Sie wird euch jagen, bis sie ihr Gedächtnis zurück hat. Hat sie es vergessen, weil sie sich erinnert, oder erinnert sie sich, dass sie es vergessen hat? Ist wohl egal. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, wir sollten ihr aus dem Weg gehen. Für uns ist das kein Problem, Zora, aber was ist mit Alice? Wenn die Königin sie nochmal erwischt, heißt es, naja, du weißt schon. Kopf ab! Dann müssen wir uns halt die Königin annehmen. Ihr solltet was tun, aber ihr müsst gar nichts tun. Hä? Tigerkatz, erklär mal. Wenn die Erinnerung fehlt, ist es so, als ob nie etwas geschehen wäre. Ah, und wenn nichts geschehen ist, kann man auch sich nicht daran erinnern. Will man sich zum Kampf erinnern, kann einem die Erinnerung einen Streich spielen. Einen Streich spielen? Ich weiß, was er meint. Mehr sage ich nicht dazu. Den Rest müsst ihr selbst herausfinden. Schlüssel zur Wahrheit. Der Schlüssel zur Wahrheit speichern wir. 23, okay, wo ist der nächste Raum? Okay, einfach mal geradeaus, dann ist auch geklärt. Ich dachte für einen Moment, ich bin da stecken geblieben. Ja, Königsanhänger 6. Das ist mal eine gute Karte. Nicht für diese 1-2 Karten da, die kein die echt kein Schwein braucht. Erstmal kurz hier umgucken, ob da irgendwas für mich ist. Leben, danke. Okay, Mogelpunkte, und du hast auch Leben für mich, und du hast nichts für mich. Sets verwalten. Karten weg. Karten hinzu. So. Ja, trifft mal an. Jetzt kommt der Boss. Schaffe ich in 3 Minuten? Hoffe ich jetzt mal. Puh, das ist aber mal ein plötzlicher Umgebungswechsel. Sehen wir uns doch mal um. Herrje! Die Königin. Ihr habt wohl gedacht, ihr seht mich nie wieder, was? Oho! Das Spiel ist aus, ihr Schurken. Wegen Diebstahls meines Gedächtnisses verurteile ich euch. Oh? Was ist hier los? Wo bin ich? Hä? Was mache ich bloß hier? Potzblitz, ich weiß es nicht mehr. Was ist denn mit ihr passiert? Ihr los. Vielleicht hatte ja jemand wieder das Gedächtnis ausgelöscht. Oh. Bossmusik. Zora, Vorsicht, da kommt was. Und aus welcher Richtung? Keine Ahnung. Ach, der... Der hat also der Königin das Gedächtnis gestohlen? Schön, dass du das auch erkannt hast. So. Ey, das ist irgendwie ganz easy. Das kommt mir gerade echt easy vor. Okay, warte mal. Ich benutze mal diesen komischen Tisch. Ja, es kommt mir jetzt ein Tisch, wo wir jetzt kämpfen können. Triffst du mal, hallo? Oh, scheiße, habe ich gerade Feuer auf ihn gemacht. Das heilt ihn da, oder?
Nein, das... Okay. So. Ich habe noch eine Minute, dann ist der Kampf vorbei. Warte. Was kommt denn jetzt? Und aufladen. Ja, denk jetzt nicht, du. So. Alter, ich schaffe es doch gleich. Ich hab noch die Zeit dafür. So. Wie hat mich das jetzt noch getroffen? Ey, ich bin jetzt unter einem Tisch versteckt. Da kann es mich gar nicht treffen. Simba, brüll mal ein bisschen. Ey, hab ich jetzt nicht getroffen? Heilen. Ey, da fickt mich noch hier. Ich pass echt nicht auf, wie ich hier kämpfe. So, Donald macht auch irgendwas dann. Danke, dass du mich geheilt hast. Jetzt kommt Goofy. Der nicht trifft. Okay, gut. Okay, die Ente hat ihn besiegt. Davor war es der Hund. Jetzt war es die Ente. Schade. Ich brauche noch ein bisschen für ein Level-Up. Schnitzenknüppler. Der Schnitzenknüppler? Ihr da, ihr alle. Was hat das zu bedeuten? Wo kommen sie herzlose Plätze her? Woher sollen wir das wissen? Ihr wollt also nicht antworten, ihr habt was zu verbergen. Sie hintergehen mich, schnappt sie euch sofort. Bitte, eure Majestät, wartet. Ihr habt uns doch befohlen, den Herzlosen zu vernichten. Hä? Eure Majestät habt uns in eurer Vorsicht anfangs nicht vertraut. Und auf Befehl eurer Majestät haben wir den Herzlosen gekämpft, um uns zu beweisen. Stimmt's, Sora? Haben wir... Ich meine, ja, haben wir, eure Majestät. Ich habe euch das befohlen. Aber eure Majestät, erinnert ihr euch nicht? Was soll die dumme Frage? Ich vergesse nie etwas. Natürlich kam der Befehl von mir. Alice, Sora, ihr habt euch wacker geschlagen. Die Soldaten sagen irgendwie nichts. Die können sich auch an nichts erinnern. Das war knapp. Improvisation ist das halbe Leben. Bravo, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Aber die Tigerkatze hat es doch gesagt. Will man sich zu krampfhaft erinnern, kann einem die Erinnerung einen Streich spielen. Die Königin hätte nie zugegeben, dass sie was vergessen hat. Stattdessen ist hier was eingefallen, was nie geschehen ist, und damit hat sie sich selbst in die Irre geführt. Dummheit tut weh. Was ist denn, Sora? Hm, gar nichts. Du bist jetzt wohl in Sicherheit. Die Königin bereitet uns keinen Ärger mehr. Schließlich sind wir die der Herzlosen losgewonnen, wie sie es befohlen hat. Jetzt erzähl mir nicht, dass du es auch in die Idee... Ach, Goofy, Mann, oh Mann, oh Mann. Goofy, so ein Witzbold. Aber ein klasse Witzbold, ein klasse Witzbold. Ich mag die kleinen Hunde Bengel. Und wir sehen uns das nächste Mal.